Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute meine fünf liebsten Snacks zeigen, die ich gerne zwischendrin so snacke. Bei mir muss es immer sehr schnell gehen, also ich habe keine Lust, stundenlang erstmal in der Küche zu stehen, um mir einen Snack vorzubereiten. Und es muss natürlich auch immer gesund sein und sollte mich erstmal ein bisschen satt halten. Und wie immer sind die Snacks vegan, glutenfrei und ohne raffinierten Zucker. Und ich zeige euch da einfach mal meine fünf liebsten Snacks. Der erste Snack ist ein Brot mit etwas veganem Frischkäse. Da kaufe ich immer entweder den von Alnatura oder ich kaufe den im Rewe. Da gibt es eine Marke, die heißt Simply, die mag ich auch super gerne. Und dazu gibt es Dattelsirup und eine Banane on top. Und als kleine Überraschung gibt es noch ein paar Kakaonips, die mag ich auch super gerne. So für einen extra Crunch. Der zweite Snack sind Datteln. Ich nehme dafür immer diese Medjool-Datteln, die liebe ich. Das sind nämlich so richtig karamellartige Datteln und die sind mit einem Kern, das heißt, man muss die immer erstmal entsteinen. Dazu gibt es eine Nuss in der Mitte, etwas Nussmus und dann werden die noch in Schokolade umhüllt. Und ich liebe diesen Snack, man kann den nämlich auch einfach in der Gefriertruhe aufbewahren oder im Kühlschrank und dann hat man immer einen Snack bereit, deswegen mache ich davon immer ein paar mehr. So, der dritte Snack ist jetzt ein Schokopudding, ein schneller Schokopudding. Der geht wirklich super easy. Dafür nehme ich Banane, Kokosjoghurt, etwas Kakaopulver. Falls die Banane nicht so reif war wie meine, kannst du noch etwas Dattelsirup hinzufügen. Mache ich einfach so ein bisschen nach Gefühl. Aber bei einer sehr reifen Banane sollte das eigentlich kein Problem sein. Und topp das Ganze dann mit Kakaonips. Und das ist wirklich sehr, sehr schnell zubereitet. Der zweite Snack ist ein Apfel mit etwas Erdnussmus. Ich benutze dafür so einen crunchy Erdnussmus. Da sind noch so wirklich Erdnussstücke drin. Ihr könnt natürlich auch Cashewmus, Tahini, Mandelmus oder ein sonstiges Mus benutzen. Also da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der letzte Snack, den ich auch super gerne mag, weil es einfach sehr, sehr schnell geht und sehr gesund und lecker ist, sind Haferflocken-Bananenkekse. Die bestehen wirklich nur aus Haferflocken, aus Banane, einer Prise Zimt und einer Prise Salz. Ihr könnt aber auch das Salz und den Zimt weglassen. Und dann bestehen die Cookies wirklich nur aus zwei Zutaten. Und die müssen dann nur 15 Minuten bis 20 Minuten gebacken werden und schon sind sie fertig. Das waren meine fünf liebsten Snacks. Hier einmal nochmal die Schokodatteln mit den Nüssen, das leckere Brot mit veganem Frischkäse und Dattelsirup, dann die Haferbananenkekse, der Schokopudding und der Apfel mit der Peanut Butter. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet eine kleine Inspiration bekommen und vielleicht sieht ja einer eurer nächsten Snacks auch so aus. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Falls ihr was nachmacht, dann markiert mich gerne. Ich freue mich immer riesig, wenn ich das sehe. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr diesen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben gebt. Und wir sehen uns das nächste Mal.